Hey Leute und willkommen zurück im Unwetter von Tales of Zestiria. Ja, ich befinde mich hier bei Pendragon. Und ja, was habe ich sonst noch so getan? Ich habe meine Ausrüstung noch einmal bei Laston Belma untersucht. Ich habe ein paar kleine Änderungen reingetan, aber nicht allzu viel. Und ich habe noch den starken Hellion hier in diesem Gebiet auch noch getötet. Das war so ein waschbärartiger Typ und ich muss sagen, er war nicht allzu schwer, aber ich hab's mir ein bisschen schwer getan, weil Mikleon ist, glaube ich, gestorben und Rose ist, glaube ich, zweimal gestorben. Ich musste sie aber nicht wieder heilen, weil irgendwie geht das mit der Amortisierung halt. Und ja, ich habe dann doch noch gewonnen und konnte es reinigen. Hohohoho. Aber ja, ich wollte danach hier nach vorne laufen, noch zum Speicherstand, aber dann habe ich gemerkt, dass hier noch Norman ist. Den habe ich letztes Mal vergessen. Den habe ich gar nie gesehen. Das tut aber leid. Ja, was bist denn du für ein Kleiner? Hallo, bist du ganz allein im Regen? Ja, komm her. Hast du raus, durch mich offene Fertigkeiten, ich kann sie nicht in dich herrichten. Chain. Okay, wir haben Chain. Da muss ich jetzt mal zuerst mal schauen, wie so mein Equipment aussieht bei den Leuten. Hier rein, so. Nein, da rein, so. Okay, Chain, wo haben wir Chain? Das war doch, glaube ich, so irgendwas, oder? Ist das so oben? Nein, Chain. Da ist es, okay. Soray, jetzt gerade nicht so passend. Bei Layla eher. Rose würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Das sieht eigentlich auch nicht mal so übel aus. Wenn ich es an Edna geben würde, dann habe ich nämlich hier das alles voll und kann danach ein bisschen auf den E-Bündel aufbauen. Also werde ich, glaube ich, es dementsprechend an Edna geben. Edna, wo sind deine Ausrüstungszeug? Ich brauche dich. Floridstab? Du hast immer noch versiegelt. Kann das sein, dass ich vergessen habe zu wechseln? Wo haben wir den Edna? Ah, da ist was. Sonnenbogen. Sonnenbogen. Der ist gar nicht mal so gut. Ach so, der hat noch Verteidigung und Florid. Man kann sie auch anziehen. Das auf jeden Fall, aber Angriff plus 19, ja, Verteidigung plus 25. Also macht das eigentlich auch schon einen großen Unterschied. Ja, ich gebe es ja mal. Und ja, ich habe jetzt... ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht Blöße getan. Chain hinzugefügt zu Sonnenbogen. Damit ist dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann ruf ich zum Herrscher des Landes. Oh. Ja, Herrscher des Landes, eine gute Frage. Ich habe diese Richtung getan. Ich habe das Richtige getan, das haben wir schon gehabt. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir machen uns auf zu Sergei. Mal schauen, ob die Kardinalin auf uns wartet. Ich habe irgendwie Angst. Die war schon stark. Mein Level beträgt jetzt gerade 28. Mikleon leider nur 26. Kann das sein, dass Leute, die sterben, keine XP bekommen? Heiliger Trank, schon wieder. Hat er letztes Mal schon eine gegeben. 24 Fusionspunkte. Sehr schön. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen blöd, dass Mikleon immer noch 26 ist. Das nervt jetzt schon ein bisschen. Hat er irgendwie beide starken Hellions verpasst? Da oben war doch was. Er ist weg. Hallo. An manchen Stellen der Stadt ist das Reich gefährlich. Zur eigenen Sicherheit rate ich dir aufzupassen, wenn du ausgehst. Ich gehe aus mit einer Frau. Hallo Leute. Wie geht es euch? Okay, da ist wirklich nichts hier. Könnte ja sein, dass sie gegen mich sind. Jetzt. In diesem Augenblick. The Church has asked the Emperor to have the Platinum Knights subdued and disbanded. They have been accused of instating a false shepherd and plotting a rebellion. That was quick. Do you think they already got word of events in Gadadin? This is because I got involved. You're no fake. They're just making up excuses to do what they want. Go see the captain in the Knights Tower if you want to know more. Cardinal Fortin, we can't underestimate her for a second. Well, I'm ready on my end. Bring it on, Church Lady.
Leg los, Kirchentante. Okay. Ich glaube, da drin habe ich eigentlich alles schon mal gemacht und getan und entdeckt und geklickt. Das heißt... Oh, nee, Moment. Hallo. Du hast sicher was Schönes. Kaufen! Obwohl, ich glaube, mein Geldname ist ja nicht ganz in Ordnung. Amphibolschwert, das ist schlechter als Ray. Kazitspeer, Amphibolpapier, Amphibolschirm, Amphibolpendel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die zwei Sachen hier mal kaufen soll. Amphibolhut, Amphibolhut, zweimal. Da hat er Wiederherstellung bei SR1-Satz. Okay, es ist so schlechter. Aber ja, ich glaube, eigentlich auf uns zurückgehen. Nein, ich will das kaufen. Ausgewählte Objekte kaufen. Jawohl. Okay. Schaufenster-Gucka. Ich habe einen Rang erlangt. Und es sind neue Ware reingekommen. Kann das sein? Nein. Okay. Na, das wird das. Danke. Hallo. Ich bin Pendos, der Meister des Schärfens. Aus einem schlichten Holzstab fertig eine Waffe, die Stahl zum Bersten bringt. Mann, mein Vater war ein begnadeter Handwerker. Er hatte 6 Kinder und alle haben an seine Begabung geerbt. Keiner von uns konnte sie alle auf einmal lernen, verstehst du? Deshalb haben wir jeder eine erlernt. Das ist jedoch absolut geheim, Tratsch, dass du das nicht weiter hörst. Was für eine Fähigkeit denn? Irgendwie von Waffenarten, dass einer so Fluoridwaffen herstellt, der andere Kalzit und der und noch ein anderer Bernstein? Irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Diese Ritter sind ständig präsent. Ist etwas geschehen? Sie planen doch nicht etwa einen neuen Krieg, oder? Glaube nicht. Ansonsten komme ich wieder ins Spiel und mache alle platt. Bam! Wie die geflogen sind. Oh, so geil. Okay, aber vielleicht können wir hier... Das ist ein Händler. Ja, viele Leute in der Hauptstadt wissen es bestimmt nicht. Aber es gab alle möglichen Überprüfungen und Inspektionen in Lastronbell. Jetzt haben sie Reisen in den Osten verboten. Sie sieht aus, als würde die Nation oder eher die Kirche versuchen, den Hirten zu fangen. Ja, habe ich rausgefunden. Ich wollte mal rausfinden, ob ich überhaupt zurücklaufen kann und... Nö, geht nicht. Sie stehen mir am Weg und sagt, nö, nö, nö. Hier kannst du nicht durch, da musst du warten. Dich habe ich schon mal angepriesen. Oh. Pendrago Bourdieu Sese. Ach, komischer Name. Ich glaube, es ist Französisch. Das ist wieder Ostviertel. Ach so, da vorne ist, glaube ich, der Turm gerade, oder? Ah, das ist der Ritterturm. 25 Fusionspunkte. Sehr gut. Gefällt mir. Saray, thank goodness you're safe. Is it true the Cardinal has ordered the suppression of the Knights? It is. I suspect this letter we received was the last straw. I, Boris Strelka, have witnessed Cardinal Fortin engaging in an unspeakable ritual. Using vile magic in the Holy Shrine, the Cardinal is unleashing incessant rains upon Pendrago. The Cardinal is the one making it rain? You can't be serious! Considering the power of her domain, it isn't all that far-fetched. There are Seraphim out there who've moved the continent. Moved the whole continent? Saray, let's continue reading. Cardinal Fortin is the evil behind the ongoing curse of the Empire and its people. Regrettably, I have already fallen prey to the curse of the Cardinal. I entrust the rest to my brother, Sergei, and my comrades. If it's come to this, then we have no choice but to fight against the Cardinal. Saray, where's the Pope? There's something I need to tell everyone about that, but you might not like it. I see. So he's not coming back. I'm sorry for deciding without you. The Pope isn't coming back? But now what? He was our shield. We've been betrayed! It is we, the Knights, who shield the Empire and its people! It is we who shoved our duties onto the Pope! It is we who are to blame for the consequences! Some things we must do ourselves, rather than depend on others.
I swear on my lion's sword! On my lion's sword! Wait! No ordinary humans can hope to take on the Cardinal. You've done more than enough. I do not wish for you to bear the same painful burden that the Pope had to. You know, Saray, even if it is for the people, this is still a political battle. So what if it is? Well then, how about this? We'll investigate the Cardinal's possible involvement regarding the rain from our end. In the meantime, Sergei and the others can try to convince the Emperor to believe the Knights. So, ultimately Saray means to fight the Cardinal after all? Our goal is just to clear up this mystery. Don't you want to know? Yes, I do. I'd like to find out if there truly is something causing the rain. I must apologize. It seems all I can do is put you in danger. I'm more worried about you. If the Emperor sides with the Cardinal or takes a hands-off approach, either way, you guys are screwed. If we can convince the Emperor, we should be able to capture the Cardinal. We'll get him to see the truth, for the people and our comrades. Für das Volk, für das Reich! Also die Ansprache war eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Du scheinst mit dem Löwengeheul gut vertraut zu sein. Das sieht man schon in der Form deiner Muskeln. Das erinnert mich daran, wie der General es mir und meinen Brüdern zum ersten Mal gezeigt hat. Wir haben so hart trainiert. Heldalf. Nein, das war glaube ich nicht. Kotzen. Nein, lassen wir das. Obwohl, ja, ich könnte kotzen wegen dem Typen. Warum ist das überhaupt immer hier? Mit der Karte kann ich wohl nichts falsch machen. Gut, einfach durch den Vordereingang der Schreinkirche. Wir scheinen keine andere Wahl zu haben. Ich hoffe, diese spirituellen Kräfte funktionieren. Ja, gehen wir aus dem Weg. Einfach im Vordereingang rein und sagen, Hallo! Oder... He was investigating the Cardinal. And he put his life on the line for it. Sergei seemed pretty calm about the whole thing. Oder wir gehen in den Vordereingang der Kirche rein und hören uns die Musik an. I'll back. Oh, ich liebe es. Aber die Filme nicht. Aber diesen Dialog, den liebe ich einfach. Oh, schwarzes Zeug. Ach, stimmt. Schwarzes Zeug. Weil bei Saray habe ich Unterstützungstalent, Aktionspunkte suche auf maximal 20. Darum habe ich das mal geändert. Und jetzt ist er bis da am Kochen. Und mich ins Wunder, wann er die andere Talente... Do we really have to risk our necks out there for something like this? I think we do. I don't know about you, though. Ja, mich ins Wunder, wann das Zeug dann halt doch noch reinkommt. Also die restlichen Sachen. Weil letztes Mal im Gasthaus haben wir nichts bekommen. Außer Dialoge. Aber ansonsten gar nichts. Und ja, ich glaube, da sind wir richtig. Sag mal, ja, wie hieß das überhaupt? Schreinkirche von Pendragon. Gibt wohl nur einen Eingang. Ansonsten würde ich lieber den Hintereingang nehmen. Things are gonna get crazy from here on out. You said it. Keine Wachen. Es ist eine Falle. Natürlich ist es eine Falle. Aber die Kinder sind auch weg. Die sind nicht mehr versteinert. Okay, das war, glaube ich, einfach nur wegen der Domine. So, letztes Mal sind wir da durch diese Tür gelaufen. Ich will hinsetzen. Ich bin der König. Okay. Hoppla. Stopp, ich will nicht da rein. Ich will nicht rein. Oh, nö. You got it. Yes. But even so. This is some malevolence. Do you think that it could be Maltellus who's possessing the Cardinal? What did the cat in the bird mask say? Me, Owl! Felt like the domain had been restored for a second. Are terrible jokes also part of your oath? I was really proud of that one. I'm thinking it's not Maltellus. Desil? Why?
Are you seriously Exio laughing? Was a servant of Musa, like one of the five lords like Mautellus. I don't. This domain is rather strong, but not leaps and bounds different from Exio's. Huh. I knew it. When did you start making logical arguments? Okay, ich war jetzt ein bisschen verwirrt, weil überall irgendwas gelaufen ist. Auf jeden Fall, Dessel hatte gelacht wegen dem Witz. Und, ach so. Ah, okay, okay, das war anscheinend letztes Mal auch so. Geschafft, wir haben die Domäne zurückgedrängt. Hurra, ich habe mir meine Zehennägel nicht umsonst versenkt. Okay, jo. Jetzt müssen wir nur noch die Kardinalin läutern. Du sollst den Tag nicht vor dem Orden loben. Bis jetzt haben wir nur gleiche Voraussetzungen geschaffen. Ich wusste nicht, dass der Schrein so tief ist. Wir sind ja schon mal da drin gewesen. Es wäre wohl doch nicht so einfach, wie wir glaubten, eine Audienz bei der Kardinalin zu bekommen. Ich habe gehört, dass die Kirche innen wie ein Labyrinth aufgebaut ist, damit sich der Besuch der fünf Herrscher wie eine Pilgerreise anfühlt. Ich glaube, wir müssen die Zähne zusammenbeißen und den ganzen Weg laufen. So ein kleines Kirchenlabyrinth kann uns doch nicht aufhalten, oder? Doch. Okay, so, das war's. Ein Labyrinth. Es ist ja gar nicht. Ja, okay, vielleicht. Hier geht's ja noch weiter. Okay, wir laufen mal weiter nach vorne. Da war die Schreintafel von letzten. Da ist noch der Speicherkristall, den ich nicht annehmen konnte. There's something back there. It's a trap. Totally a trap. But a hidden door? Seriously, how cool is that? I hate myself for saying it, but so cool. Okay, so, wir können das noch prüfen. Also schon mal hier. So, okay. Speicherstand aktiviert. So. Die heilige Inschrift. The village chief knew the whole thing by heart, didn't he? Impressive. The shepherd is granted four powers: earth, water, fire, and wind. They are the blade that shall cleave the Lord of Calamity. That's just what the village chief was saying. You memorized it? More or less. He's actually pretty decent at that sort of thing. I'm sorry, Saray. You're more capable than I thought. What did you take me for? But what exactly are the spiritual powers of the shepherd? All of nature is composed of four elements: earth, water, fire, and wind. Each one is governed by one of the four eldest seraphim. Right. Eumacia, Amanak, Musif, and Hyanua. Correct. They maintain the balance of the entire continent of Glenwood. When you put it that way, they sound almost like gods. Though, they lack a certain divine presence. We feel much the same, actually. They're ostensibly the source of our seraphic arts, but we're basically never aware of them. That's the nature of the Five Lords' existence. The Shepherd's spiritual powers are most likely the result of a fortification of elemental affinity through the blessings of the Five Lords. And all to battle against the Lord of Calamity. Kind of a shame that such wondrous power has to be squandered on fighting. Fünf Könige? Five Lords? Wasser, Feuer, Wind und Erde. Das sind vier. Heißt das dementsprechend, sie haben der Lord des Unheils auch noch dazu gezählt, damit es dann fünf sind? Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher und verwehrt. Was haben wir denn da noch? Immer noch gleich. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber nicht mehr allzu viel. Das ist ein bisschen doof. Auf jeden Fall, die Klamotten hier gefallen mir. So, ich will eigentlich noch nicht weiter rein. Obwohl, es kommt sich hier noch ein Speicherkristall. Hoffe ich jetzt mal. Ich hoffe es mal. Bitte, bitte. Strete ein! In die... Ui. Jetzt ist es groß. Ach, nö. Also hier werden wir wohl unsere Zeit ein bisschen verweilen. Ah ja. Türen. Da vorne ist ein Erdgeschichte-Kristall. Da ist Feuer. Könnte sein, dass irgendwie solche Prüfungen dahinter stecken. Sind das zwei? Da hinten leuchtet doch auch noch was. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wenn ich hier jetzt das Feuer einsetze, dass die Tür aufgeht und dahinter dann so eine Art Prüfung besteht aus Feuerzeug.
Erhalten roter Irisstein Tfa. Wie springt denn das aus? Tifa. Ja, ich nehme an Tifa. Der junge Hirte erzählt Layla, dass sie sich trennen müssen und macht sich alleine auf die Suche nach einem bestimmten Schrein. Oh lala, wir erfahren gerade ein bisschen Geschichte von einem Hirten und Layla selber, also nicht von Zoray. Man, he was a former shepherd, wasn't he? Yes. I see. He seemed like a pretty laid-back fellow. Unlike certain other shepherds. Shut up. Well, there's one more thing we learned. Yeah, let's go on to the next one. Huh? Wait, you're not gonna ask her for more details? Wouldn't it be crazy useful to get info on your predecessor? There's a reason why Layla never mentioned it, don't you think? We know that much, at least. Saray, Miklio. But that reason just might be the key to all our problems. You better hope you don't regret it later. They may be kids, but they're not as immature as you'd think. Niemals! Ich werde es niemals bereuen. So, hier können wir noch was prüfen, ne? Okay, was könnte das sein? Kleine rote Tafel. Tafel aus der Schreinkirche von Pentragon. Öffne Türen mit einem Feuerwappen. Ach so. Ah, I got it. So, ich muss dann nämlich nicht das Zeug hier machen. Ich kann sie auch nicht öffnen. Sie ist fest verschlossen. Die Tür hat ein kleines rechteckiges Loch. Könnte es ein Schlüsselloch sein? Keine Ahnung. Das erfahren wir beim nächsten Mal bei Tales of Hysteria. Danke fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.